Steigende Temperaturen und demonstrierende Jugendliche. Der Klimawandel ist allgegenwärtig. Auch auf der internationalen Möbelmesse der IMM Cologne ist das spürbar. Natürliche Materialien wie allen voran Holz, Korb oder Bambus boomen. Schon seit Jahren bei vielen Händlern beliebt, sind sie mittlerweile auch für viele Kunden ein Kaufargument. Es ist tatsächlich so, dass gerade die nachwachsenden Generationen einfach den Konsum hinterfragen. Ja, und gut überlegen, was sie konsumieren und ob sie es überhaupt brauchen. Und wenn sie dann etwas konsumieren, dann sind sie eben auch bereit, etwas mehr dafür auszugeben. In den nächsten Jahren wird der Markt das merken. Schon heute produzieren einige Aussteller klimaneutral. Und auch das Thema Recycling gewinnt an Bedeutung. Was wir auch merken, ist, dass mehr und mehr Verbraucher uns fragen, was passiert mit den Rohstoffen. Nach dem Lebenszyklus des Produktes werden diese wieder verwertet oder nicht. Und das sind Sachen, die werden wir jetzt auch schrittweise einführen in unserer Firma, um auch dieser Nachfrage, die unserer Meinung nach in Zukunft auch weiterhin noch ansteigen wird, auch Folge leisten zu können. Die Natürlichkeit im Wohnen ist aber nicht nur gut für die Umwelt, sie wirkt auch entschleunigend. Dezente Farben und Accessoires aus Strick oder Korb und auch Pflanzen verleihen Wohnräumen eine gemütliche Atmosphäre und wirken beruhigend. Wer möchte, kann sogar die Wanddekoration ganz ökologisch gestalten. Denn nach dem Moostrend der letzten Jahre kommt jetzt der Baum. Es ist ein sehr nachhaltiges Produkt. Es riecht wunderbar, es hat Charakter, es ist rau. Und es ist einfach eine perfekte Kombination zu Smart Home. Und auch das zieht voll auf saubere Energie, wie diese Solardachziegel zeigen. Aber auch praktisch können die intelligenten Lösungen sein. Das Besondere daran ist, dass die gemacht sind für Menschen mit Behinderung oder für alte Menschen. Vor allem für Menschen, die vielleicht im Rollstuhl sitzen. Dadurch, dass sie hoch- und runterfahrbar sind, sind die quasi auch immer noch bedienbar, wenn man keine Standhöhe mehr hat. Und der Sinn dahinter, das Ziel ist, dass man Leuten halt ermöglichen kann, im eigenen Zuhause zu bleiben, auch wenn man vielleicht nicht mehr so mobil ist. Möbel für die ältere Generation boomen. Das liegt vor allem am demografischen Wandel. Komfortmöbel sorgen dabei für modernes, altersgerechtes Wohnen. Wir werden alle immer älter, wollen länger zu Hause wohnen und wir nehmen unseren Geschmack mit ins Alter. Das heißt, dieses ganze Thema Komfort, das war ja früher so ein bisschen piefig und so ein bisschen klobig. Und da sind wir jetzt weg von und haben auch elegantes Design, was ergonomisch toll ist, was bequem ist und was sehr komfortabel ist, auch für ältere Menschen. Das Möbeljahr startet also bequem, smart und vor allem natürlich auf der IMM Cologne.